Holger, danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns einen kurzen Einblick in deine Tätigkeit als Coach gewährst. Ja. Viele fragen uns immer wieder nach unseren allgemeinen Erkenntnissen aus unserer Tätigkeit. Deshalb meine erste Frage an dich: Was war dein letztes konkretes Learning aus einer Coaching-Session? Fokussiere dich auf den Coachee, höre gut zu und nimm dir alle Zeit. Und was genau verstehst du jetzt darunter? Also wie interpretierst du diese Aussage? Was gibt dir das? Es war ein typisches erstes Anbahnungsgespräch. Jemand aus dem Mittelstand hat den Kontakt zu mir gesucht und berichtete über ein allgemeines typisches Thema: Reflexion über eine Neuorganisation, Neuausrichtung der Abteilung. Und wir sprachen eine ganze Zeit miteinander und haben immer wieder, ich hatte immer wieder den Eindruck, da ist mehr dahinter. Und irgendwann kam dann wirklich das Thema hoch, was hinter dem Thema ist. Kannst du das noch näher beschreiben, Holger? Ja, es war eine typische Situation, Bereichsleiter im Mittelstand, um die 60 Jahre alt, musste oder hatte wieder den neuen Auftrag, die Abteilung durchzustrukturieren, und in dem Gespräch kam dann, ich sag mal, heraus, dass, ich sag mal, diese ganzen Themen, sich mit den ganzen Stakeholdern, Mitarbeitern, Betriebsrat, Sprecherausschuss, Kundenlieferanten auseinanderzusetzen, ihm eigentlich keinen Spaß mehr machten. Und was hast du dann gemacht? Ja, es war eine ganz spannende Situation. Ich habe die Frage gestellt: Und wie geht es Ihnen damit? Und das war eigentlich der spannendste Moment, weil gefühlt 30, 40 Sekunden der Coachee in der Reflexion war und antwortete: Nicht gut. Und dieses Moment, um ihm die Zeit zu geben, darauf zu antworten, und für ihn sozusagen auch die Möglichkeit einzuräumen, sagen: Okay, eigentlich habe ich darauf wirklich keine Lust mehr. Ich habe alles, ich sag mal, erreicht in meiner Karriere. Die Kinder sind aus dem Haus. Das Haus ist bezahlt. Wofür tue ich mir das alles noch an? In dem Moment war klar, dass wir uns, ich sag mal, nicht mehr mit der neuen Organisation in erster Linie beschäftigen, sondern nur noch mit dem klaren Blick: Wie kann ich professionell, eigengesteuert aus dem Unternehmen aussteigen, wenn ich 63 bin? Gibt es ein bestimmtes Coaching-Tool, was du jetzt hier gerade in dieser speziellen Situation eingesetzt hast, Holger? Ja, da gibt es ein ganz spezielles, was ich gerne einsetze, nennt sich Wheel of Life, gibt auch andere Namen dafür. So 6 bis 8 Items, wie ein Kreis, ich sag mal, unterteilt wird, mit den unterschiedlichsten Punkten auf einer Skala von 1 bis 10. In diesem Kreis wird dann sozusagen dargestellt, wie sich die einzelnen Items darstellen: Familie, Beruf, Karriere, Gesundheit, was auch immer gerade für den Coachee in dem Fall wichtig ist. Da wird so quasi das Ist dargestellt und dann im weiteren Prozess das Soll dagegenübergestellt. Und damit wird, ich sag mal, sehr klar und sehr schnell visuell sichtbar, wie die aktuelle Situation sich darstellt und wie das Soll sein soll. Jetzt haben wir gerade nur kurz das Coaching-Tool Wheel of Life mal thematisch gestriffen. Ich denke, es ist spannend, so spannend, dass wir sicherlich in einem der nächsten Videos dazu mehr berichten können, auch mal zeigen können, wie es in der Praxis angewandt wird. Es ist vielleicht ein Tool, das die oder der ein oder andere gerne mal für sich selber nutzen möchte. Und hier können wir sicherlich mal ein etwas detaillierteres Video zu machen. Was mich jetzt im Kontext unseres Gesprächs, Holger, heute interessiert, ist, ob es Parallelen gibt zu deiner eigenen Karriere. Oh ja, ja klar. Ich kann euch jedem empfehlen, seid wachsam. Geht mit offenen Augen durch die Organisation. Nutzt Chancen. Haltet euch für den externen Arbeitsmarkt attraktiv. Nutzt jede Gestaltungsmöglichkeit, die sich im Rahmen der Prozesse ergibt, bietet euch für neue Aufgaben an, und das unabhängig von der Altersklasse.
Holger, wenn du an dein anfangs genanntes Learning denkst, fokussiere dich auf den Coachee und nicht auf das Thema. Wie sieht deine Conclusio zusammenfassend aus? Die Magie entsteht durch die Reflexion.